Hallo Leute und willkommen ja heute mal zu einem besonderen Video hier auf meinem Kanal, nämlich zum Silvester- bzw. Neujahres-Special. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ich befinde mich im Feuerwerkssimulator und ja, wie es üblich an Silvester ist, mache ich jetzt hier ein Feuerwerk. Ich habe es noch nicht platziert, man sieht, dass hier nirgends was ist. Ich werde es jetzt hier hin platzieren und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das später aussehen wird. Ich denke, es könnte doch auch ganz schön aussehen und ich mache jetzt keinen Cut bis zu dem, weil es soll ja eine Überraschung sein, wie das dann aussieht. Ich weiß es ja selber noch nicht, ich hoffe, es sieht gut aus. Jetzt hoffe ich, dass es euch gefällt und es wird auf jeden Fall zwei Teile geben. Einmal ein Versuch, vernünftig und sinnvolles Feuerwerk zu gestalten und danach kommt einfach ein Feuerwerk, wo ich komplett ausraschen werde und einfach alles kreuz und quer hin platzieren werde. Und ja, dann sehen wir ja, was rauskommt. Ja, und jetzt würde ich sagen, labere ich gar nicht so viel rum und wir sehen uns beim ersten Feuerwerk, bei dem versuchten, sinnvollen Feuerwerk. Ich hoffe, euch gefällt es. So Leute, ja, ich fand es tatsächlich gar nicht mal so schlechtes Feuerwerk. Ich glaube, man konnte es schon sehen. Ich fand es jetzt, ja, also anschaubar, kann man das so sagen. Ja, es war zum Schluss etwas wenig, ich weiß, und nicht gar so lang, eine Minute. Aber ja, dafür kommt ja jetzt noch ein komplett krankes Feuerwerk, wo ich einfach nur durchdrehen werde. Und ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie das aussehen wird. Das werde ich jetzt auch erst hin platzieren, man sieht hier wieder nichts. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch gefällt auch das und ja, dann bis nach dem Feuerwerk. Ja, Leute, also das zweite Feuerwerk war schon eine Nummer, wo man sagen kann, ja, ging schon auf jeden Fall. Ich habe meine Facecam aber drin gelassen bei dem zweiten, weil ich halt mich, ja, dass man mich halt sieht, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht großartig reagiert drauf oder so, aber ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen so. Jetzt habe ich halt einmal mit, einmal ohne Facecam und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch, ja, ein schönes restliches Jahr 2022 und für den, der es auch später sieht, ein schönes Jahr 2023 und ja, einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr und mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, jetzt habt noch einen schönen restlichen Tag, restliches Jahr und ja, bleibt gesund, Leute, haut rein und ciao, ciao.